Und schon hat seit ein paar Tagen jetzt diesen Echtzeitreport eingeführt. Und zwar hier, steht da hier im Video, was ich erst heute hochgeladen habe. Da steht jetzt hier, last updated, 9, 10 seconds ago. Wird hier mehrmals pro Minute aktualisiert. Hier stehen die letzten 48 Stunden. Da steht hier eingeschätzten Aufruf, letzten 60 Minuten auch eingeschätzten Aufruf. Das ist jetzt gerade auch ein weiter gewandert. Das ist also die Aufrufe in Realtime. Kann man das denn sehen? Um darauf zu kommen, also man kann auf seinen eigenen Kanal gehen. Also ich gehe mal auf die YouTube-Startseite. Da kann man auf den Kanal gehen. Also um dahin zu kommen, einfach auf meinen Kanal klicken. Dann landet man auf seinen eigenen Kanal. Und dann hier auf dieses Aufrufe klicken. Dann ist man nämlich hier in den Analytics. Die werden jetzt geladen. Und dann steht hier auf Übersicht, aber hier unten kann man Echtzeit klicken. Hier auf Echtzeit. Und dann hat man den Echtzeitbericht. Und dann kann man hier ein beliebiges Video machen. Zum Beispiel dieses vierstrahlige Flugzeug. Habe ich da. Das sind jetzt die fünf aktuellsten Videos. Hier steht zum Beispiel in den letzten 48 Stunden. Da sind zwei Aufrufe, letzte Stunde nicht. Da letzte 48 Stunden sechs Aufrufe. Und da, im Moment läuft das auch. Bist du in 1 Million Lichtjahren, da läuft es auch gut. Da sind auch noch keine Aufrufe in den letzten 24 Stunden. Hier sind so ein paar Aufrufe. YouTube-Video-Bewertung eigentlich. Da ich noch irgendwie, also aus welchem Grund auch immer, ich kaum Aufrufe bekomme, versuche das irgendwie mal zu durchbrechen, was mir irgendwie noch nicht gelingt. Und man kann ja ein beliebiges Video eingeben. Sage ich mal hier, mein am häufigsten aufgerufenes Video Silvester im Fernsehen. Da sind 2170 Aufrufe drauf. Na, ist hier gut, stark beansprucht durch Open Broadcast, das auch. Hier steht auch in den letzten 48 Stunden. Wurde anscheinend in den letzten 48 Stunden viermal aufgerufen. Hier steht da geschätzte Aufrufe. Hier auch geschätzte auf letzten 16 Minuten nix. Aber ihr könnt euch auch Videos machen, also von bekannten YouTubern, wie sage ich mal Let's Play Markus oder Gronkh oder so. Auf jeden Fall welche, die mehr Aufrufe haben, wie das dann bei denen aussieht. Weil ich habe einfach zu wenig Aufrufe. Vielleicht hilft dieses Video auch, damit ich auch mehr Aufrufe bekomme. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Beim Teilen werde ich endlich bekannter und ein Abonnieren würde ich mich auch freuen, weil ich auch mal mehr Abonnenten als Videos haben möchte. Ich habe jetzt schon fast 300 Videos, aber nur etwa 34 Abonnenten. Da hoffe ich mal, dass es euch wirklich gefallen hat. Gibt das, also will ich jetzt euch mal damit verabschieden und euch bald hoffentlich wiederzusehen. Bis dann und ciao.